Keep out. Tja, hätten wir uns mal besser dran gehalten. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill. Wir haben es hier mit einigen Monstern zu tun, die an der Decke schweben. Das ist gar nicht so ungewöhnlich für Monster. Ganz abgesehen davon befinden wir uns gerade im Kanal und versuchen rauszukommen. Wir sind hier, um zum See zu gelangen. Das da sieht nicht so aus, als würde es mich weiterführen. Ach, es ist, ja, das ist derselbe Weg, den ich eben schon gegangen bin. Aber in dem Fall verwirrt mich die Karte gerade sehr. Ich verstehe es nicht. Hier dürften gleich mal wieder jede Menge Monster kommen. Diesmal werden wir uns ausnahmsweise... Hier komme ich doch her. Hä? Was zur Hölle? Okay, ganz ruhig. Ich darf einfach nicht... Ich darf mich nicht beirren lassen, ja? Okay. Jetzt sind wir weit genug weg. Jetzt sollten wir wirklich nicht nochmal dort landen, wo wir herkommen. Warum auch immer wir eben dort gelandet sind. Ich verstehe es ja selbst nicht. Will ja gar nicht so tun. Stimmt, hier gab es jetzt... Schieß! Das Schöne an diesen Gegnern ist... Genauso wie eigentlich bei allen Gegnern. Man stunt sie, wenn man sie anschießt. Man lähmt sie also sozusagen kurzzeitig. Was natürlich relativ hilfreich ist. Ich glaube, unser Weiterweg befindet sich unten. Genau, natürlich. Was sich ja verändert hat, ist einzig und allein, dass wir jetzt einen Schlüssel haben. Mit dessen Hilfe, unter dessen Zuhilfenahme, wir zum einen diesen Satz bis ins Unendliche hinstrecken können, zum anderen aber unten dann eine Tür aufsperren können. Schieß, 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 Harry. Gut, schießen hast du schon gemeistert. Jetzt noch treffen, dann wäre super. Boah, diese Wesen, ja. Auch interessant, was hier alles so hängt. Also hier, wenn man oben links mal guckt. Ist das richtig? Da kommen wir her. Ja, da kommen wir her. Es geht also in diese Richtung eher. Keep out. Tja, wir haben jetzt den Schlüssel. Jetzt können wir hier durch. Oh mein Gott. Ich weiß, was gleich passieren wird. Ah, jede Menge Ungeziefer. Dass die diese Kanalisation auch nicht mal kurz... Ich meine, man könnte ja kurz mal jemanden vorbeischicken, der wesentlich mal den Dreck der letzten 10.000 Jahre entfernt. Aber nein, die Kanalisation bleibt, wie sie ist. Es wird jetzt hier nichts verändert. Hoch da. Kommen wir jetzt raus, oder? Ja, genau. Okay. Ebene 2 der Kanalisation. Wie kann denn hier eigentlich Wasser sein? Hä? Achso, ja, hier ist gar kein Wasser. Okay. Wieso braucht die Kanalisation 2 Ebenen? Vor allem, und das ist noch viel wichtiger, wir sind eine Leiter hoch, eine Leiter runtergegangen, gehen eine Leiter hoch, sind dann aber nicht nochmal oben. Ich bin verwirrt. So ein kleines, ja, so ein ganz kleines bisschen schon. Muss ich ja durchaus zugeben. Eigentlich ist die Kanalisation der kürzeste Bereich im Spiel. Der Bereich? Ja, stimmt doch. Der kürzeste Bereich im Spiel sollte deshalb auch nicht allzu lange dauern. Dann wiederum, wenn ich mir ansehe, in welcher Verfassung ich mich gerade befinde, können das hier ein bisschen... Zeit in Anspruch nehmen. Ja, bitte. 10.437 von denen. Auf einmal. Pro Quadratzentimeter. Da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen... Wohin wollen wir? Da ist doch schon die Leiter. Wieso will ich dann... Ach so, ja. Stimmt. Die Tür wäre abgeschlossen gewesen. Die andere Tür, an der ich mich eben befand.
Deshalb müssen wir hier mal kurz den Schlüssel besorgen. Besorgen, borgen passt besser. Oder bergen. Bergen passt perfekt. Obwohl gar kein Berg involviert ist. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Auch interessant, dieser Pfeil, der uns zeigt, in diese Richtung. Ja, in welche denn sonst? Wohl nicht in diese. Okay. Aber der Sound spielt mal wieder zu verrückt. Und dort hatte wohl jemand einen Unfall. Da hatte jemand seine Tage. Schlüssel zum Kanalisationsausgang. Vielen Dank. Oder muss ich das zurücknehmen? Ja, muss ich. Wir werden erstmal nichts zurücknehmen und wir werden es auch zu vermeiden wissen, zurückgenommen zu werden, sondern werden stattdessen rennen, 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 so schnell wir auch nur rennen können. Lauf, Harry, lauf! Zum Kanalisationsausgang, der sich genau dort befindet. Genau, wir müssen eigentlich nur geradeaus. Ja, natürlich jetzt wieder die Mistkäfer. Mistkäfer? Ja, sind sie eigentlich. Scheiß. Darf ich durch? Danke. Danke. Oh, okay, noch eins weiter. Ein einziges. Was auch immer. Weiter. Mein Güte, mach auf! Mach! Oh! Ich stehe doch schon an der Tür. Oh! Durch! Harry, lauf! Boah, mein Hals juckt. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch das wissen wollte, aber raus hier. Harry zeigt uns, wie man eine Leiter hochklettert. Vielen Dank, Harry. Du bist uns eine große Hilfe. Wenn du uns jetzt noch zeigen kannst, wie man überlebt, wie man einfach nur am Leben bleibt, wäre das schon eine super Sache. Wohnungsbau in Hamburg. Ein Verbandskasten. Wer hat denn da ein Haus um das Loch im Fenster gebaut? Egal. Gewehrpatronen. Ohne Gewehr. Und Pistolenpatronen. Hier ist jetzt der Bereich, in dem man wieder mal entscheiden kann, welches Ende man bekommt. Man sollte hier die Karte bei der Information mitholen. Wir können jetzt praktisch unser Ende schmieden. Wir müssen in Annies Bar. Das ist wichtig. Das ist extrem wichtig, ansonsten... Ja gut, ansonsten kriegen wir das schlechte Ende. Wenn man das schlechte Ende will, geht man natürlich besser nicht dahin. Aber wir wollen ja das gute Ende. Wir sind ja ein freundlicher Marco. Auch ihr seid ein Marco, habe ich jetzt gerade entschlossen. Und ist die Bar hier? Nee, das ist nur eine random Tür, die gehen nie auf. Dann müsste es hier diese Tür sein. Auch eine random Tür, die gehen nie auf. Ich bin ja auch eine Stufe zu hoch. Ich bin allein vom Niveau einfach zu hoch für die Monster. Na? Okay, hier ist es. Nee, das ist der Burger. Das ist der Happy Burger? Es gibt nur den Happy Burger. Abgesehen vom Konami Burger. Oder was war das? Ich weiß es nicht mehr. Ist das hier schon Annies Bar? Nee. Ich glaube, das würde ich auch wissen, wenn die Bar diese Farbe hätte. Es wäre ja lächerlich. Wird ja keiner hingehen. Geht ohnehin gerade keiner in eine Bar in Silent Hill, aber... Da kämen ja dann noch weniger Leute. Als ohnehin schon. Yep. Das da? Ich hab sie. Ist das Annie's Bar? Das ist der Indian Runner. Wir müssen zuerst zu Annie's Bar. Direkt gegenüber allerdings, also nicht so schlimm. Seid gegrüßt, liebe Autos. Ich bin schon wieder zu weit, oder? Nein, ich bin richtig. Wenn ich mal richtig bin, gucke ich auf die Karte wie ein Bekloppter.
Nein!